Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einem neuen Freizeitpark-Check. Heute aus dem wunderschönen Freizeitpark Plon. Und damit nochmal willkommen im Vogtland. Genauer gesagt rund 20 Kilometer südöstlich von Zwickau. Dort erwartet euch mit dem Freizeitpark Plon einer der jüngsten Freizeitparks in Deutschland. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1996 war das Ganze allerdings nicht viel mehr als ein kleines Naherholungsziel mit Gastronomie und Märchenwald. Dies sollte sich jedoch schon sehr schnell ändern, denn nur 3 Jahre später öffnete eine Wildwasserbahn und im Jahr 2000 mit der Silvermine auch schon die erste Achterbahn im Park. Und das Entwicklungstempo sollte auch in der folgenden Zeit nicht nachlassen. So wurde den Besuchern quasi Jahr für Jahr immer neue Attraktionen und Bahnen geboten. Besondere Höhepunkte sind dabei beispielsweise die Holzachterbahn El Toro, das Rafting Fluch des Neutates, ein Indoor-Powered Coaster und natürlich die 2019 eröffnete Achterbahn Dynamite. Abgesehen davon gibt es aber auch sonst noch einiges zu entdecken. Immerhin erwarten euch auf rund 175.000 Quadratmeter Gesamt- bzw. ungefähr 100.000 Quadratmeter Parkfläche insgesamt rund 30 verschiedene Attraktionen. Zudem kann der Park auch mit einer schönen Optik punkten. Und genau die schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Der Freizeitpark Plon ist offiziell in 8 verschiedene Themenbereiche aufgeteilt. Allerdings sind einige davon nur bedingt auch als solche erkennbar, denn hier dreht sich die Gestaltung entweder nur um einzelne Attraktionen oder beschreibt wie im Falle des Bereichs Naturpark lediglich die natürliche Parklandschaft. Für den Besucher wirklich wahrnehmbar sind daher eigentlich nur 4 Themenwelten und die können dann auch mit einer schönen Optik punkten. Das beginnt direkt am Eingang im Dorf der Gallier, welches im Stil eines bekannten französischen Comics daherkommt. Hält man sich von dort aus rechts, führt der Weg durch dichte Flure in Richtung Diluland mitsamt steinzeitlicher Optik und natürlich auch den namensgebenden Dinosauriern. Quasi ein totaler Kontrast dazu ist das Plonidorf. Hier erwartet euch nämlich eine fantasievolle, bunte und farbenfrohe Kulisse, die nicht nur Kinder in ihren Bann zieht. Und zu guter Letzt ist da noch die Westernstadt. Diese ist mit ihrer zentralen Lage zum einen der Hauptverteilerpunkt im Park und zum anderen dank sehr schöner Gestaltung im typischen US-Style sowie einer Vielzahl von Großattraktionen auch das absolute Herzstück im Park. Zum Start dieser Kategorie fangen wir erstmal ganz langsam an und beginnen zunächst mit den kleineren Kinderattraktionen. Und wie es sich für einen Familienpark gehört, hat der Freizeitpark Plon dabei so einiges im Angebot. Den Anfang machen gleich mehrere kleine Karussells in den Bereichen Dinoland und Märchenwald. Hier finden sich mit Rapunzel, Pilz oder Märchenkarussell verschiedene Möglichkeiten, um die Kids zu bespaßen. Das Rapunzel-Karussell kann zudem mit einer sehr sehenswerten Gestaltung punkten. Immerhin befindet sich die Anlage innerhalb eines kleinen Schlosses und passt somit perfekt in den umgebenden Märchenwald. Und falls die Kids dann doch ein bisschen höher hinauf möchten, findet sich mit Roter Baron die passende Alternative. In kleinen Doppeldeckern können die angehenden Piloten hier nämlich zu einem entspannten Rundflug durchstarten, bei dem sich die Höhe natürlich selbst bestimmen lässt. Nicht weit davon entfernt findet sich mit der Wichtelbahn eine kleine Rundfahrt für Kinder. Zusammen mit Dumbo oder einem süßen Drachen geht es hier auf gemütliche Erkundungstour durch das dichte Grün des Märchenwalds. Ein ähnliches Erlebnis wird die Kids bei Feuersteins Reise geboten, denn auch hierbei handelt es sich um eine Rundfahrt speziell für die jüngeren Gäste des Parks. Und wie der Name schon vermuten lässt, findet die Fahrt natürlich im Dinoland statt und ist von einem dementsprechenden Setting umgeben. Viel zu sehen gibt es dabei zwar nicht, aber das dürfte den kleinen Gästen wohl ziemlich egal sein, denn hier steht sowieso viel mehr die entspannte Fahrt im Vordergrund. Nicht ganz so entspannt geht es bei Feuersteins Kanonenboote zu. Immerhin handelt es sich hierbei um Tretboote, die mit eigener Muskelkraft vorangetrieben werden. Doch der eigentliche Clou sind die kleinen Wasserkanonen an Bord, mit denen munter umhergeschossen werden kann. Bei entsprechender Auslastung kann die Bootstour also ein sehr spritziges und vor allem spaßiges Erlebnis werden. Ein Duell auf dem Wasser könnt ihr euch alternativ auch bei den Funny Boats liefern. Schließlich lässt sich mit den kleinen Bumperbooten ebenfalls auf Kollisionskurs gehen. Wobei die meisten Gäste dies jedoch wohl eher vermeiden und vielmehr die entspannte Runde über den See genießen. Und auch bei der nächsten Attraktion nimmt man in einem Boot Platz. In der Kinderschiffschaukel geht es allerdings ein klein wenig turbulenter zu. Schließlich simulieren die Auf- und Abbewegungen leichten Seegang. Für kleinere Kinder also genau richtig. Nur optisch passt die Anlage trotz entsprechender Gestaltung irgendwie rein gar nicht ins Bild der nahen Westernstadt. Ein dagegen absolut harmonisches Bild gibt das Nostalgie-Pferdekarussell ab. Denn das ehemals im Heidepark beheimatete Karussell fügt sich wunderbar in die Umgebung ein und sorgt so für einen stimmungsvollen sowie sehr entspannten Ausritt durch das Plonidorf.
Hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen und ein gemütliches Ründchen drehen. Und alle, die jetzt Lust bekommen haben, einen weiteren Ausritt zu unternehmen, können gerne beim Pony Adventure vorbeischauen. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Reitbahn. Mehr als ein entspanntes Ründchen zu Pferde darf man mangels Thematisierung dabei allerdings nicht erwarten. Schon ein bisschen besser sieht das bei zwei anderen Rundfahrten in direkter Nachbarschaft aus. Schließlich führen sowohl die Schienen der Kindereisenbahn als auch die Piste der Oldtimerfahrt durch schön angelegte Grünanlagen mit Blumen und Wasserflächen. Im Grunde zwar eigentlich nichts Besonderes, für Bahnen dieser Art aber dennoch das perfekte Setting, denn hier steht Entschleunigung und Genießen im Vordergrund. Wer davon nicht genug bekommen kann, sollte unbedingt auch an der Floßfahrt durch die Uhrzeit teilnehmen. Wie der Name schon vermuten lässt, befindet sich die im Dinoland des Freizeitparks Plon. Und wie ebenfalls nicht anders zu erwarten, gibt es dabei natürlich auch einige der prähistorischen Lebewesen zu bestaunen. Abgerundet wird das Ganze zudem durch eine recht verwilderte Landschaft, was für wahrhaft urzeitliche Atmosphäre sorgt. Allerdings wirkt der ungefähr 15-minütige Trip in die Vergangenheit dadurch leider auch etwas ungepflegt und renovierungsbedürftig. Wenn man darüber hinweg sieht, lässt sich während der Fahrt durch die Natur ansonsten aber wunderbar entspannen. Und genau das ist ja eigentlich auch das Hauptziel. Gleiches gilt ebenfalls für die Western-Eisenbahn. Schließlich steht auch hier Relaxen, Erkunden und Schauen im Mittelpunkt. Nur etwas Zeit sollte man dafür mitbringen, denn der Zug bewegt sich nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich im Schneckentempo vorwärts. Zudem machen die Lokführer sogar manchmal einen kurzen Stopp, wenn eine der beiden Achterbahnen El Toro oder Dynamite vorbeirauschen. So bieten sich aber auch Blickwinkel, die man sonst verpasst hätte. Schon alleine deshalb sollte man also auch ein wenig Zeit für die Zugfahrt einplanen. Mal ganz abgesehen davon, dass es entlang der Strecke zusätzlich auch noch schöne Thematisierung im Western- bzw. Minenstil zu bestaunen gibt. Einiges zu entdecken gibt es auch im Crazy House und der Holzmichelvilla. Schließlich handelt es sich dabei um eine Kombination von Walkthrough und Funhouse. Dementsprechend erwarten euch hier dann auch typische Elemente wie Wackelbrücken, Rutschen, rollende Tonne, Drehteller und diverse Klettermöglichkeiten. Zudem besitzt der großzügige Laufparcours einige Aussichtspunkte, bei denen sich schöne Ausblicke bieten. Und dank Gestaltung in rustikaler Baumhausoptik ist auch die Attraktion selbst ein echter Eyecatcher. Insgesamt also ein absolut sehenswertes und vor allem spaßiges Erlebnis, das sowohl klein als auch groß zum Spielen, Klettern und Erkunden einlädt. Wer davon nicht genug bekommen kann, findet natürlich auch noch diverse Alternativen. So gibt es beispielsweise im Bereich zwischen Westernstadt und Plunidorf eine Trampolinanlage oder einen Klettervulkan nahe der Achterbahn El Toro. Und direkt daneben wartet mit Wilde Sau auch noch eine Rutschenanlage von Metallbau Emmeln. Hier könnt ihr euch aus ungefähr 10 Metern Höhe den wellenförmigen Abhang hinunterstürzen. Dank mehreren Spuren ist dabei sogar ein direktes Duell möglich, was nicht unerheblich zum Spaßfaktor beiträgt. Hoch hinaus und steil bergab geht es auch beim Freefall Tower. Okay, zugegeben, gut 10 Meter Höhe sind jetzt nicht sonderlich extrem, aber die geht es dafür auch gleich mehrfach auf und ab. Also immer wieder leichtes Magenkribbeln mit Spaßgarantie für jung und alt. Ach ja, dank schöner Einbindung ins Urzeitdorf kann die Anlage auch optisch voll punkten. Gut integriert ist ebenfalls das Western-Rodeo. Schließlich liegt der Breakdance zentral im Western-Bereich und wird zudem noch von den Schienen der Achterbahn Dynamite umrahmt. Auf den ersten Blick also schon mal ein gelungenes Setting, das Lust auf mehr macht. Da heißt es dann auch schnell, einsteigen, Bügel schließen und die Fahrt mit den wilden Bullen kann beginnen. Und die wirbeln euch getreu dem Namen dann natürlich auch munter im Kreis umher. Aber keine Sorge, dank relativ moderatem Fahrprogramm konnte die Stiere bislang noch jeder bändigen, wodurch das Karussell fast schon familiengerechten Spaß verspricht. Ein völlig anderes Erlebnis erwartet euch dagegen in der Geistermühle. Denn hierbei handelt es sich um einen Walkthrough, der, oh Wunder, mit geisterbahnähnlichen Elementen aufwartet. So werden beim Rundgang durch die Mühle allerlei kleine Szenen ausgelöst, die hier und da für eine leicht schaurige Stimmung sorgen. Angst braucht man hier aber dennoch keine zu haben. Denn echte Schreckmomente gibt es nicht wirklich und notfalls kann man ja auch einfach weiter in Richtung Ausgang gehen. Kurz gesagt also, schaurig schöner Gruselspaß für Groß und Klein. Und auch wenn das irgendwie merkwürdig klingt, ist das Thema Geister eine gute Überleitung zur Kategorie Wasserbahn. Warum? Seht selbst. Als absoluter Klassiker unter den Wasserbahnen gilt natürlich der Lokflum. Dementsprechend findet sich eine solche Anlage selbstverständlich auch im Freizeitpark Plon. Ein Detail ist bei der 1999 eröffneten Anlage allerdings ziemlich außergewöhnlich. Denn hier erwartet euch direkt nach dem Einstieg ein kleiner Darkride-Abschnitt in Form einer Geisterbahn.
In Schwarzlicht getauchte Gestalten sorgen für einen dezent gruseligen und etwas anderen Beginn der Fahrt. Ansonsten bietet die Wildwasserbahn aber natürlich genau das, was man auch erwartet. Eben ein klassisches Abenteuer mit ruhigen Passagen durchs Grün, schönen Ausblicken aus bis zu 16 Metern Höhe und natürlich auch den obligatorischen Schussfahrten ins kühle Nass. Davon hat die Bahn von Mugrides übrigens zwei Stück zu bieten. Einmal aus ungefähr 4 Metern und zum Abschluss noch einmal aus maximaler Höhe. Besonders letztere sorgt sowohl während der rasanten Abfahrt als auch beim Splashdown für viel Spaß und hohe Nässefaktor. Unter dem Strich macht die Wasserbahn also genau das, was sie soll und kann dabei zudem auch noch mit einem zwar kurzen, aber durchaus originellen Dark Ride Part punkten. Kurz gesagt, eine gelungene Kombination. Ein etwas anderes Erlebnis erwartet euch bei der zweiten Wasserbahn des Parks. Denn bei Fluch des Teutates handelt es sich um ein Rafting von ABC Rides. Unmittelbar hinter dem Haupteingang gelegen, ist die 2013 eröffnete Anlage quasi das Empfangskomitee, welches die Gäste mit schöner Gestaltung direkt in seinen Bann zieht. Die blaue Fahrrinne, Stützen in Holzoptik sowie allerlei Thematisierung in typisch gallischem Stil sorgen hier für einen ersten Eyecatcher. Davon magisch angezogen möchte man einfach direkt mitfahren. Gesagt, getan. Kaum eingestiegen geht es auch schon den Lifthill nach oben. Kurz noch den schönen Ausblick genießen und der Spaß kann beginnen. Durch den verschlungenen Wasserkanal geht es nun wieder abwärts. Die verschiedenen Kurven und Kreise sorgen dabei nicht nur für eine abwechslungsreiche Fahrt, sondern manchmal sogar auch für eine recht starke Drehung des Bootes. Bis hierhin also schon mal eine spaßige Angelegenheit. Jetzt fehlt nur noch ein wesentliches Merkmal, der Splash ins Wasser. Und der erwartet euch kurz vor dem Ziel natürlich auch noch. Das Ganze allerdings leider relativ trocken. Mehr als ein paar Spritzer Wasser bekommt man hier selten ab. Für eine Wasserbahn also eigentlich eher schwach. In Kombination mit der vorherigen Fahrt und der wirklich schönen Optik ist Fluch des Teutates aber trotzdem eine absolut gelungene Bahn mit hohem Spaßfaktor. Und für den Fall, dass ihr doch erstmal trocknen wollt, schnell weiter zur nächsten Attraktionsgruppe. Wobei auch die in gewisser Weise mit dem Thema Wasser zu tun hat. Der einzige echte Vertreter dieser Kategorie hört auf den Namen Plonis Tauchfahrt. Und der führt euch, wer hätte es gedacht, in eine Art Unterwasserwelt. Hier erwarten euch künstliche Felsen, bunte Fische, ein großes U-Boot sowie ein versunkener Schatz. Zudem verleihen mehrere Bildschirme dem Ganzen etwas Bewegung und Leben. Untermalt wird das zusätzlich durch stimmigen Sound sowie eine atmosphärische Beleuchtung in bunten Farben. Hier sieht man mal wieder, was mit relativ einfachen Mitteln geschaffen werden kann. Denn das möchte ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Wirklich aufwendig ist die Gestaltung nicht und auch die Technik dahinter ist sehr simpel. Im Grunde handelt es sich hierbei nämlich nur um eine kleine Kinderzugfahrt. Wobei genau das irgendwie sogar noch zusätzlichen Charme verleiht. Bei Plonis Tauchfahrt spürt man einfach, was ein bisschen Kreativität und Liebe zum Detail ausmachen kann. Und das Ergebnis braucht sich dann auch nicht vor deutlich größeren Themenfahrten zu verstecken. Einziger echter Kritikpunkt ist höchstens die Dauer der Fahrt. Denn einmal untergetaucht, würde man sich wünschen, dass das Abenteuer etwas länger ausfällt. Und apropos länger, für alle, die mehr als einen Tag im Park verbringen möchten, kurz ein paar Worte zum Übernachtungsangebot. Obwohl der Freizeitpark Plon eher klein ist, stehen euch trotzdem gleich mehrere Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. In der nahen Pension erwarten euch verschiedene Märchenzimmer sowie eine kleine Suite. Zusätzlich verfügt der Park über 4 Ferienwohnungen, die sich für einen entspannten Kurzurlaub im Vogtland anbieten. Und wer es etwas günstiger mag, kann sich seinen Schlafsack schnappen und die Nacht im Heuhotel des Parks verbringen. Alternativ finden sich aber natürlich auch noch zahlreiche Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Umgebung. Nach diesem kleinen Abstecher jetzt aber wieder mitten rein ins Geschehen und weiter zu den Achterbahnen. Hiervon hat der Freizeitpark Plon aktuell 6 Stück zu bieten. Die erste davon ist auch gleichzeitig die älteste noch verbliebene Achterbahn im Park. Immerhin schon seit 2006 dreht die Raupe ihre Runden durch den Park oder besser gesagt über die grüne Wiese. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin, denn viel Thematisierung hat der Big Apple leider nicht zu bieten. Und auch die Fahrt ist mit ungefähr 3 Metern Höhe und 130 Meter Länge nicht sonderlich aufregend. Bei Familien mit kleinen Kindern ist die Anlage aber genau deshalb so beliebt. Schließlich ist die Raupe damit ein guter Einstieg in die Welt der Achterbahnen. Im Grunde ähnliches gilt ebenfalls für den Drachenwirbel. Denn auch hierbei handelt es sich um einen Standardcoaster aus dem Hause SBF Visa, der wenig Optik und eine vergleichsweise harmlose Fahrt bietet. Im Vergleich zur Raupe ist das Ganze dann aber doch schon ein wenig aufregender.
Schließlich handelt es sich hierbei um einen Spinningcoaster, dessen Gondeln sich während der Fahrt um die eigene Achse drehen. Was sich wild anhört, ist in echt allerdings gar nicht so rasant. Die Rotation sorgt nämlich weniger für einen Drehwurm, sondern unterstützt vielmehr das Erlebnis während der knapp 120 Meter langen Runde. Und da man hiervon gleich mehrere dreht, hält der familienfreundliche Spaß dann auch etwas länger an. An die gleiche Zielgruppe richtet sich auch Poseidon. Schließlich haben wir hier einen klassischen Family Coaster von Zierer. Dementsprechend fallen die Daten mit rund 190 Meter Länge, 7 Meter Höhe und knapp 40 km/h Topspeed dann auch vergleichsweise niedrig aus. Und auch das Layout ist, sagen wir mal, eher einfach gestrickt. Denn die Strecke besteht im Grunde nur aus zwei Helixes, die mit einer kurzen Geraden miteinander verbunden sind. Dennoch gehört Poseidon zu den besseren Kinderachterbahnen, was allerdings hauptsächlich an der gelungenen Optik liegt. Umrahmt von ohnehin schon schönen Ponydorf taucht man hier nämlich in eine fröhliche Unterwasserwelt ab. Schon die ersten Meter der Strecke ähneln dabei fast einem Dark Ride Part. Und dank der Lage oberhalb eines künstlichen Sees kann auch die restliche Fahrt optisch überzeugen. Insgesamt also ein echter Eyecatcher, bei dem es sich wirklich lohnt, mal auf ein Ründchen vorbeizuschauen. Fast schon Pflichtprogramm ist eine Fahrt mit El Toro. Immerhin handelt es sich dabei um eine der in Deutschland immer noch relativ seltenen Holzachterbahnen. Schon alleine der Anblick der Holzstruktur sorgt für Vorfreude. Und ich sage es direkt, man wird nicht enttäuscht. Die 2009 eröffnete Anlage ist mit knapp 25 Meter Höhe und rund 720 Meter Länge zwar ein eher kleiner Buddy, holt aber das Maximum aus diesen Werten raus. Ein schöner First Drop, mehrere langgezogene Kurven, kleinere Umschwünge, zwei Tunnel und natürlich auch zahlreiche kleine Hügel mit ordentlich Airtime sorgen für viel Abwechslung und selbstverständlich auch ganz viel Spaß während der Fahrt. Durch das sehr bodennahe Layout der Bahn ist man zudem auch ziemlich flott unterwegs. Fast durchgängig erreicht der Zug die 75 km/h Topspeed und sorgt damit für einen gefühlten Temporausch. Verstärkt wird das Ganze besonders dann, wenn es kurzzeitig auch mal durch die Holzstruktur der Anlage geht. Near-Miss-Effekte lassen grüßen. Allerdings hat die Sache auch einen Nachteil, denn durch das hohe Tempo ist die Fahrt leider viel zu schnell vorbei. Vom Lifthill bis zur Schlussbremse dauert es nicht mal 50 Sekunden. Die haben dafür aber wirklich Spaß gemacht. Unter dem Strich macht El Toro seinem Namen also alle Ehre, denn der wilde Ritt auf dem Bullen kann sich absolut sehen lassen. Hier zeigt sich eindeutig, wie viel Dynamik sogar aus einer verhältnismäßig kleinen Achterbahn herausgeholt werden kann. Für die Möglichkeiten des Freizeitpark Plon also ein echtes Sahnestückchen, das wohl so ziemlich jeden begeistern dürfte. Ein im wahrsten Sinne weiteres Highlight erwartet euch auch bei Dynamite. Schließlich ist der 2019 eröffnete Coaster mit 44 Metern eindeutig die höchste Attraktion des Parks. Ehrfürchtige Blicke in Richtung Himmel sind also fast vorprogrammiert. Doch nicht nur die hochaufragenden Schienen ziehen einen in den Bann. Auch die Thematisierung in Minenoptik kann voll überzeugen und sorgt zusammen mit der nahen Westernstadt für ein absolut stimmiges Bild. Davon magisch angezogen führt der Weg dann auch schnell in Richtung Einstieg. Spätestens dort fällt nun auch der bislang in Deutschland einmalige Achterbahntyp ins Auge. Denn hierbei handelt es sich um einen Big Dipper von Mack Rides, bei dem einige Sitzplätze nicht über, sondern seitlich der Schienen angeordnet sind. Dort Platz genommen kann es dann auch losgehen. Mehr oder weniger flott bringt euch der Lifthill nach oben. Noch kurz die Aussicht genießen und der Spaß beginnt direkt mit einem Dive Drop, der euch kopfüber in die Tiefe stürzt. Mit maximal 100 km/h Topspeed geht es nun über Berg und Tal. Das Ganze gespickt mit einigen Umschwüngen, diversen kleinen und großen Airtime Hills, zwei Tunneldurchfahrten, teils überraschenden Richtungswechseln und noch zwei weiteren Inversionen in Form eines Vertikalloopings sowie einer Zero-G-Roll. Also einiges los auf der insgesamt nur 500 Meter langen Strecke. Und genau das macht die Sache dann auch so interessant, denn Zeit zum Verschnaufen gibt es nur selten. Wobei die auch nicht wirklich nötig ist. Schließlich dauert die effektive Fahrt vom Lifthill bis zur Schlussbremse ja auch gerade einmal 30 Sekunden. Unter dem Strich also ein kurzes, aber durchaus rasantes Abenteuer. Dazu dann noch die schöne Optik und fertig ist ein gelungener Coaster. Hier macht sowohl Anschauen als auch mit Fahrern viel Spaß. Und wer dazu noch ein wenig mehr wissen möchte, schaut am besten später nochmal in meinen Ridecheck zu Dynamite rein. Hier geht es jetzt aber erstmal mit der sechsten und aktuell letzten Achterbahn des Freizeitpark Plon weiter. Die liegt quasi direkt gegenüber von Dynamite und hört auf den Namen Minivar und das Geheimnis von Gold Creek City. Zu sehen ist davon allerdings nicht viel, denn das Ganze ist durch die Gebäude der Westernstadt gut versteckt. Daher werfen wir mal einen Blick hinter die Fassaden und finden einen Powered Coaster von Mack Rides. Auf den ersten Blick also eigentlich nichts wirklich Außergewöhnliches. Und auch die 270 Meter lange Strecke ist mit ca. 5 Meter Höhe, langgezogenen Kurven,
zwei Geraden sowie einer obligatorischen Abwärtshelix eigentlich nichts Besonderes. Doch der Schein trügt, Minibar ist viel mehr als nur eine einfache Achterbahn. Denn hier erwartet euch im Grunde auch noch ein vollwertiger Dark Ride mit toller Thematisierung in Wild-West-Style, Projektionen und Monitoren sowie sage und schreibe rund 60 Animatronics. Um das genießen zu können, durchfährt man die Szenerie daher auch erst einmal ganz langsam. Doch ab der letzten Kurve gibt der Zug Gas und setzt zu mindestens einer weiteren Runde an. Mit maximal 40 km/h Topspeed geht es nun erneut durch die Mine. Und die hat passend zum höheren Tempo nun auch einen ganz anderen Charakter. Denn mit Projektionen, Licht- und Soundeffekten wird jetzt ein deutlich bedrohlicheres Ambiente erzeugt. Und genau diese Kombination aus besonderer Stimmung, schöner Thematisierung, überraschenden Effekten sowie einer ansprechenden Achterbahnfahrt mit Tempowechseln macht Minibar dann auch zu meinem persönlichen Highlight im Freizeitpark Plon. Und das könnt ihr in gewisser Weise sogar mehrfach genießen. Denn zu bestimmten Zeiten wird in einem Teil der Bahn sogar noch eine Mapping-Show gezeigt, die euch das namensgebende Geheimnis von Gold Creek City näher bringt. Also noch ein Grund mehr, sich diesen Family Indoor Coaster nicht entgehen zu lassen. Und für alle, die genau das auch einmal erleben möchten, nur noch ein paar nützliche Infos zum Park. Als erstes ein Blick auf die Öffnungszeiten. Ihr könnt den Freizeitpark Plon in der Regel von Anfang April bis Anfang November besuchen. Der Park hat dann täglich von 10 bis 17 bzw. in der Sommersaison bis 18 Uhr geöffnet. An besucherstarken Tagen sowie speziellen Events sind zusätzlich auch verlängerte Öffnungszeiten möglich. Und damit zur Frage, was der Spaß kostet. Für Kinder unter 4 Jahren nichts. Die haben freien Eintritt. Für Kinder von 4 bis 12 Jahre werden 26 Euro für das Tagesticket fällig. Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene zahlen 29,50 Euro für die Karte. Für Senioren ab 60 Jahre und Gäste mit Behinderungen gibt es bei Vorlage des Ausweises ermäßigte Tickets zum Preis von 26 bzw. 24 Euro. Etwas günstiger wird es auch am Familientag. Freitags zahlen alle Besucher maximal 25 Euro. Dies gilt allerdings nicht an Feiertagen sowie während der sächsischen Schulferien. Sogar komplett kostenlos sind die Parkplätze. Hierfür werden aktuell nämlich keine Gebühren verlangt. Und damit stellt sich dann auch die Frage, wie man den Park am besten erreicht. Der gängigste Weg ist sicherlich der eigene PKW. Je nach Richtung, aus der ihr kommt, nutzt man dann zumeist die Autobahn 72. Ab den Ausfahrten Reichenbach oder Zwickau West sind es jetzt noch ungefähr 10 Kilometer Landstraße bis zum Ziel. Alternativ könnt ihr natürlich auch den ÖPNV für die Anreise benutzen. Mit der Bahn führt euch der Weg zunächst bis zum Bahnhof Lengenfeld. Dort heißt es dann in den regionalen Busverkehr umsteigen, welcher euch in die Nähe des Freizeitpark Plon bringt. Und nachdem damit eigentlich alle relevanten Infos abgehakt sind, jetzt noch mein persönliches Fazit zum Park. Mit ungefähr 15 Hektar Gesamtfläche gehört der Freizeitpark Plon zwar eher zu den kleineren bis mittelgroßen seiner Art, hat dafür aber dennoch eine beachtliche Anzahl an Fahrgeschäften sowie Karussells zu bieten. Und auch die Auswahl kann sich absolut sehen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot dabei fast ausschließlich nur an Familien oder kleinere Kinder. Rasante Rundfahrgeschäfte oder gar echte Thrillrides sucht man nahezu vergeblich. Wobei dieser Kritikpunkt zumindest ein Stück weit durch die Achterbahnen kompensiert wird. Denn immerhin zwei Vertreter davon haben durchaus einiges an Action zu bieten. Und auch allgemein ist der Park mit 6 verschiedenen Coastern, wovon 3 definitiv zur besseren Sorte gehören, insgesamt recht gut aufgestellt. Etwas dürftiger sieht es dagegen im Bereich Dark Rides aus, denn hier gibt es eigentlich nur einen echten Vertreter. Aber eben nur eigentlich. Schließlich werden ja noch ein schön gestalteter Walkthrough, eine Wildwasserbahn mit kurzem Dark Ride-Abschnitt sowie mit Minibar eine aufwendig gestaltete Achterbahn geboten, die einem vollwertigen Dark Ride gleichkommt. Daher kann ich auch in diesem Punkt überhaupt nicht meckern und sehe das Ganze sogar absolut positiv. Und wo ich schon im Bereich Themen bin, kurz zur allgemeinen Gestaltung. Auch hier hinterlässt der Freizeitpark Plon einen guten Eindruck. Das Gelände ist zwar nicht durchgehend mit Themenwelten versehen und hat Bereiche, die definitiv eine Auffrischung vertragen könnten, bietet insgesamt aber dennoch eine schöne Optik. Besonders das Plonidorf, die Westernstadt und auch der Eingangsbereich machen eine sehr gute Figur. Abgerundet wird das Ganze zudem durch die natürliche Umgebung mit viel Grün und Wasser. Genau hier gibt es allerdings auch einen nicht ganz unwesentlichen Kritikpunkt. Denn viele Wege durch den Park sind ebenfalls sehr naturbelassen, was für Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Rollstuhl oder Gehbehinderung eher suboptimal ist. Besonders bei Regen sind die teils steilen Schotter- und Waldwege eine ziemliche Herausforderung.
Das in Kombination mit der niedrigen Kapazität bei Indoor-Attraktionen sorgt für eine gewisse Wetterabhängigkeit. Zudem fehlt es spätestens dann auch ein wenig an überdachten Alternativen in Form von Shows. Wobei dies auch Jammern auf hohem Niveau ist. Nichts zu meckern gibt es dagegen beim Eintrittspreis. Für aktuell unter 30 Euro bekommt man hier einiges geboten und das zudem auch noch in vergleichsweise hoher Qualität. Und diese Aussage fasst in gewisser Weise auch meinen Gesamteindruck zusammen. Es gibt zwar ein paar Defizite, doch insgesamt überwiegen die positiven Aspekte. Von daher kann ich euch einen Besuch auch absolut empfehlen. Und das soll es soweit von diesem Freizeitparkcheck gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Däumchen da. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Würde mich auch auf jeden Fall darüber freuen. Ja, und das soll es an dieser Stelle wirklich gewesen sein. Falls euch noch weitere Videos dieser Art interessieren, natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Dann erfahrt ihr da auch noch andere Videos. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss. Bis zum nächsten Video bei Emmet Pictures Freizeitpark TV.